Seid mir herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadows Awakening. Und ja, ich muss jetzt tatsächlich erstmal gucken, was wir zu tun haben. So, durchquere die Wildnis, um nach Duratyr zu gelangen. Genau, ich wollte ja für Langdak die Waffen finden. Das wird mir hier oben richtig. Da wollten wir dann weitermachen. Okay. Gut. Das mit der Ausrüstung passt soweit alles. Ja, das ist immer ein bisschen doof, wenn man halt zwischen den Folgen eine Pause hat. Ich hatte jetzt, also zwischen der letzten Aufnahme und dieser Folge jetzt hier, sind bei mir ja circa 4, 5 Tage Pause gewesen. Ich nehme die Folgen immer so ein bisschen im Vorlauf auf, damit ich einen kleinen Puffer habe, falls ich gerade auch wegen Arbeit und so mal längere Zeit nicht dazu komme, Folgen aufzunehmen, sodass ich euch trotzdem immer noch regelmäßig Folgen hochladen kann. Und da kann es dann schon mal passieren, dass man dann erstmal wieder dasteht, ups, was wollte ich denn jetzt machen? Was habe ich in der letzten Folge getan? Und ja. So, es gibt hier tatsächlich immer noch Süßigkeiten, obwohl ja heute, also ich weiß noch nicht, wann ich das Video hochlade, aber ich habe heute den 7. November. Das heißt, Halloween ist schon seit über einer Woche vorbei. Oder eigentlich seit einer Woche. Ich weiß ja immer noch nicht, was es da für Belohnungen für gibt. Ob es überhaupt Belohnungen gibt, das ist für mich ja immer noch völlig unklar. So, komm, gib ihm doch mal jetzt hier ein bisschen Saures. Eieiei. Ach, schade. War wohl doch keine gute Idee, den Magier zu nehmen. Aber ich kann ihn ja zum Glück wiederbeleben. Aber mit der Dornwespe, das ärgert mich tatsächlich immer noch, ne? Die hätte ich in diesem Spieldurchgang. Was mich auch noch interessiert, ob man, wenn man jetzt das Spiel einmal durch hat, ob es dann sowas wie New Game Plus gibt, wo man dann doch die Chance hat, die anderen Marionetten noch mit freizuspielen. Weil hier oben steht ja jetzt nur in diesem Durchgang nicht mehr verfügbar. Ja, das kann ja trotzdem. Naja, mal gucken. Irgendwann werden wir ja das Spiel auch mal durch haben, hoffe ich. Und dann schauen wir mal,
Ob es einen New Game Plus Modus gibt oder nicht. Oh. Hier gibt's wieder was zu lesen. Depesche an General Akda, Tag 285. Ich bedauere, euch berichten zu müssen, dass Jaska der Wilde Eber fatale Verletzungen erlitten hat. Nachdem wir die Festung aufgegeben und in eroberten Belagerungstunneln drei Verteidigungspositionen eingerichtet hatten, um unseren Rückzug zu sichern, führten wir den Austausch durch. Sobald Zar frei war, rammte der feindliche Hauptmann Jaska einen Speer durch die Brust und raubte ihm so um ein Haar das Leben. Ach so, ja. Zar war außer sich und der Blutzorn überkam ihn. Er tötete mehr feindliche Anführer als meine eigenen Männer, übernahm das Kommando über ihre Streitkräfte und rief dann einen Waffenstillstand aus. Er hat versprochen, Jaska zur Grenze zu eskortieren, damit er geheilt oder, sollte es dafür bereits zu spät sein, mit all den Ehren beigesetzt werden kann, die ihn einem Helden von Korvent gebühren. Zars Entschlossenheit, uns zu bezwingen, ist auch weiterhin ungebrochen. Doch im Herzen dieses verrückten Wolfs wohnt mehr Ehre als im Rest seiner gesamten Sippe zusammengenommen. Ich erwarte eure Befehle, Hauptmann Darius. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Schade, dass der jetzt keine Mana-Regeneration hat, aber okay. Das ist hier auch so ein bisschen weit verzweigt, ne, das Gebiet. Ich gehe mal kurz hier nebenan noch hin. Da scheint es ja nicht weiter zu gehen, aber zumindest, dass ich diese Spitze da oben komplett erforscht habe. Manchmal stehen an solchen Ecken nämlich noch irgendwelche Kisten oder Verstecke. Wisset, was Verzweiflung ist? Sag ich ja. Oh, was haben wir denn jetzt für einen Erfolg? Erledige 1000 Ungeziefergegner. Sehr schön. Stellt euch mir zum Kampf!
Ich war hier schon einmal. Während der Akzessionskriege. Als Gefangener. Eine waghalsige Strategie. In alten Ruinen mitten im Herzen des taimurianischen Gebietes einen geheimen Stützpunkt zu errichten. Und wie es scheint, ist er nicht verlassen. Werwolf-Anarchisten. Verräter am Konklave. Könnte dies etwas mit den Werwolf-Berserkern zu tun haben, die Durat-Tür bedrohen? Wir müssen ihren Stützpunkt auslöschen. Er ist gleichermaßen für Taimuria und Corvent eine Bedrohung. Ja. Wir haben wieder eine Quest-Aktualisierung erhalten. Genau, das ist ja wieder so ein Tor, was nur... ...der Große... ...durchbricht. Aber das ist auch bis jetzt die einzige Marionette. Dieser Ort wirkt unbeschadet. Ich kann auch nicht hier gewesen sein. Ja, das ist auch die... Ergebt euch jetzt und ich verspreche euch einen fairen Prozess. Dann sei es so. Die einzige Marionette, die wirklich eine Fähigkeit hat, die man an bestimmten Stellen braucht. Okay, hier haben wir wieder einen Schattenhändler. Das werde ich gleich mal nutzen, um wieder so ein bisschen Zeug zu verkaufen. Gut, dann soll's das jetzt damit gewesen sein und wir erforschen mal weiter die Höhle. Okay, hier geht es jetzt. Warum wird mir hier ein Durchgang angezeigt, wenn die Brücke zerstört ist? Gespürt.
Gut. Was haben wir denn hier? Ah ja. Scheibenkleister. Jetzt ist mein guter Kralik hinüber. Ich hoffe, dass ich hier jetzt demnächst nochmal die Möglichkeit habe, den wiederzubeleben. Ja, diese Flammen machen aber auch unwahrscheinlich viel Schaden, ne? Wenn man da drinnen steht, aus Versehen, und man eh nicht mehr ganz volle Leben hat, dann... Dann war's das. Also für ungeduldige Spieler ist das hier wirklich nichts. So, jetzt bin ich an der Stelle, wo ich vorhin nicht über die Brücke kam. Was haben wir denn hier für einen Hebel? Ah, sieh mal einer an. Okay, sehr schön. Das bedeutet, ich kann da jederzeit zurück. War denn hier zufällig? Ne, da war nur der Schattenhändler. Ja, gehe ich jetzt weiter oder? Ich riskiere es mal. Wir haben ja immerhin noch zwei weitere Marionetten. So schlecht spielt er sich gar nicht, muss ich gestehen. Auch wenn er jetzt ja wirklich nicht sonderlich viel aushält. Habe ich den falschen gewählt. Okay. So schnell kann es gehen. Jetzt haben wir bloß noch eine Marionette. Taimurianische Wildnis. Mein Questziel liegt aber da hinten. Ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt hier durchgehe, ob ich dann wieder zurückkomme. Ich guck mal, wo ich da rauskomme. Okay, jetzt sind wir da oben. Ich könnte schnell einmal da rumlaufen, damit ich meine Marionetten schnell mal wieder beleben kann.
Das Land erinnert sich daran, als diese Bäume noch jung waren. Wir wissen, was du bist. Oh. Deinesgleichen wird unser Land nicht verderben, Dämon! Ihr Narren! Ihr lasst mir keine andere Wahl, als euch zu vernichten. Unglaublich, wie schnell Neuigkeiten in meinem Land die Runde machen. Gut, dass ich die geschafft habe. Das hätte jetzt auch anders ausgehen können. So, Nummer 1, Nummer 2. Gut, dann lassen wir den jetzt noch mal ein bisschen regenerieren. Ah, hier hinten habe ich auch noch was übersehen. Das ist schon ziemlich am Anfang. Ich könnte da zwar jetzt noch mal einmal rumlaufen, aber ich muss hier nachher eh noch weiter erforschen. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder zurück in die Höhle und erledige erstmal die Nebenquest mit diesen taimurianischen Waffen, die Langdak mir aufgetragen hat. Obwohl es mich auch reizt, mal wieder nach Tole zurückzureisen, wegen der Süßigkeiten. Irgendwie gefällt's mir hier. Weil wir haben ja schon wieder 41. Hier am Anfang, da... Na klar, da kommt man doch auch durch. Das habe ich gar nicht gesehen. Das werden wir hier gleich mal nachholen. Naja, immerhin ein Fähigkeitenpunkt. Das ist besser als nichts. Und hier haben wir nochmal eine Schatztruhe. Oh. Eine Schurkenmaske. Nicht einsetzbar durch Karlik, aber Urshak kann das Ding tragen. Ja, der gute Urshak ist ja derweil zwar noch unter uns, ist aber nicht mehr in meinem Team. Liegt aber auch einfach nur daran, dass ich nicht unbedingt ein Faible für Fernkämpfer habe. So. Okay, wir haben ja die Brücke hier glücklicherweise ausgefahren, sodass ich jetzt hier die Abkürzung nehmen kann. Wo kam der denn jetzt her? Habe ich den hier wirklich übersehen? Ha! Du solltest mehr trainieren! Yeah.
Schießscheiben bist du nicht mehr so hart, was? Er haut aber auch manchmal eine Sprüche raus. Okay, geht's jetzt hier tatsächlich nicht weiter? Ne, ich muss hier oben den Weg weiter, um dann da hinten hinzukommen. Ach, Mann. Ist ja das reinste Labyrinth hier. So, jetzt so aus, als wenn es da weitergehen wird. Ach ja. Warum auch nicht? Da wirkt Skarlik aber ganz schön heiß am Hintern. So, dann gucken wir mal noch hier oben lang. Jawohl. Stellt euch mir zum Kampf! Findet hier irgendwie kein Ende, habe ich das Gefühl. Nett. Das nehmen wir doch gleich mal. Ein Tor. Das sieht mir schon wieder nach diesen Druckplatten Fallen aus, die da unten zu sehen sind. So.
selig. Das erledige ich selbst. Was ist denn das hier? Muss man sich das jetzt hier merken? Der gehört mir. Überlass den mir. Ach, wo kommt der denn jetzt her? Okay, das lasse ich jetzt erstmal. Halt. Hier nochmal schnell zurück. Kürzung. Sehr schön. So, dann gucke ich jetzt hier hinten nochmal lang, wo es hier weitergeht. Ist jetzt die Kiste mit den taimurianischen Waffen gewesen. Dann könnte ich theoretisch wieder zurück zu Langdak. Allerdings lässt mir das hier gerade keine Ruhe. Aber ich würde sagen, an diesem Rätsel versuchen wir uns in der nächsten Folge. Und ja, ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt auf meinem Kanal, dann abonniert mich einfach. Damit zeigt ihr mir auch, dass sich meine Videos für euch lohnen und ihr das gerne anschaut. Und das, ja, das motiviert halt gleichzeitig, ne? Ihr kennt das ja. Also, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.